Ah, ey, da ist kalt. Gut, wir müssen irgendwie darüber. Das soll wohl mein Weg hinüber sein. Wir müssen dann mal irgendwie noch versuchen, wenn wir dazu kommen, den Vogel ranzuholen. Denk nicht drüber nach, Aloy. Mach es einfach. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Nein. Schaffe ich das noch? Moment. Ich muss irgendwie daran. Okay, habe ich super hinbekommen. Nice. Alles geplant, Leute. Oh Mann. Oh, das wäre geschafft. Noch weiter runter. Nicht hier lang. Vielleicht den Schacht hinauf? Geht's nicht weiter. Hier müssen sie gelebt haben. Es ist nicht viel übrig. Einst war dies alles von Stein und Metall umschlossen. Aufnahme. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist... Ich sehe die Zahlen, aber ich kann die Uhrzeit nicht erkennen. Ich habe geträumt. Ich hielt eine Vorlesung in der Q-Hall. Etwas über... Schamanismus, ich weiß nicht. Die Zuhörer waren verschwommene Schatten unter offenem Himmel. Ich sagte ihnen, die Welt würde mit einem Knall enden. Einer Roboterplage. Aber die letzten Menschen, wir endeten nicht mit einem Wimmern, sondern einem Flüstern. Also in Höhlen. Wir enden, wo wir angefangen haben, versammelt um ein flackerndes Leuchten. Die Staatsoberhäupter, wichtige Persönlichkeiten, die Anführer und Lotteriegewinner... Alle verborgen in ihren kleinen Verstecken. Manche glauben, sie werden überleben. Irgendwie. Oder Elysium. Oder wir hier in Gaia Prime. Es macht keinen Unterschied. Eine Vielzahl winziger Gesellschaften, die sich etablieren, auflodern und sterben. Einige werden wunderbar sein. Andere schrecklich. Und keine von ihnen hat eine Bedeutung. Kurzlebige Zivilisationen. Ein letztes Luftholen. Ein letztes Luftholen, bevor der Atem angehalten wird. Bevor ich aufwache, weiß ich, dass mein Publikum weg ist. Ich rede mit mir selbst. Zu einem stillen Planeten, einem Ödland. Es gibt nur Gaia und ihren langen, langen Traum. Ich hoffe, sie fühlt sich nicht einsam. Die Evakuierung ging so schnell. Es blieb keine Zeit, alles zu durchdenken. Keine Zeit, Abschied zu nehmen. Es gab lange Schlangen in der medizinischen Abteilung. Ich sagte Tom Peck, ich wäre bei ihm, wenn er unters Messer kommt. Aber da war diese letzte Ladung von Paradiseide-Zygoten, die ich noch fertig machen konnte, wenn ich mich beeilte. Ich bin immer noch wütend, dass er mich zwang zu wählen. Wütend auf mich selbst, weil... Tja, er starb allein. Und die verdammten Paradiesvögel konnte ich auch nicht retten. Jetzt bleibt mir alle Zeit der Welt, um nachzudenken. Gaia Prime ist versiegelt. Das Elysium ist versiegelt. Alle sind sicher. Es ist nur wenige Meilen weit weg, aber es könnte ebenso gut am anderen Ende der Galaxie sein. Die Betas und Gammas und das Betreuungspersonal, sie leben ihr Leben. Wenn ich kein Alpha wäre, wenn es anders gelaufen wäre, könnte ich dort sein.
Stattdessen verbringe ich den Rest dieses unnatürlichen Lebens hier. Mit Leuten, die ich nicht mal mag. Und ohne den Menschen, mit dem ich gerne mein Leben geteilt hätte. Wenn es möglich gewesen wäre. Vor 2 Stunden habe ich die letzten ausführbaren Programme abgesegnet. Und jetzt bin ich schon verbittert und meckere in diesem Fokus. Darüber sollten zukünftige Generationen mal nachdenken. Elisabeths Zimmer. Ich weiß, sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Okay. Na, ich selber kann jetzt gerade hier nichts mehr machen. Dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Mhm. Also entweder man kann sie nach dem Finale dann irgendwie noch abchecken, oder? Ja, es wurde ja auch schon angekündigt, ne, dass hier auch noch Erweiterungen so kommen soll. Oder eine Fortsetzung, man weiß es nicht. Eins von beiden. Vielleicht ist das so ein kleines Türchen, was die sich da offen gehalten haben. Wenn sie irgendwie mehr dazu machen wollen. So gut, wir müssen jetzt hier hoch. Elisabeth. Ein bisschen aus wie ihr Grab, oder? Hier spricht Charles Ronson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein. Es lässt sich nicht machen. Der Schwarm ist zu nah. Wirklich. Es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern. Dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also. Lassen wir's. Also. Mach's gut, Liz. Und. Wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck.
Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Also, Liz, du warst ein hübsches, verlässliches Mädel. Es tut mir leid, dass es dich zuerst erwischt hat. Wenn es ein Zuhause für dich gab, hoffe ich, dass du angekommen bist. Aber dieses Denkmal, das Ronson dir gesetzt hat, irgendwie gruselig, wenn du mich fragst. Ruhe in Frieden, Liz. Du hast es, weiß Gott, verdient. Du würdest es hassen, Liz, aber ich habe eine Laudatio auf dich geschrieben. Ich wollte versuchen auszudrücken, alle deine Kinder, wenn sie von Apollo gelernt haben, werden sie denken, dass sie alles wissen. Aber sie müssen begreifen, was du für sie getan hast. Wie sehr du die ganze Welt geliebt hast. Mit einer Intensität, die überwältigend war. Umfassend. Und die dich am Ende getötet hat. Oder für die du gestorben bist. Je nachdem, wie man es sieht. Niemand konnte mit dir mithalten, dir gerecht werden. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich die Postdoc-Stelle in Johannesburg nicht angenommen hätte. Ich bin froh, dass du das Lightkeep-Protokoll schließlich doch aufgegeben hast. Ich glaube, ich hätte es nicht ertragen, ein anderes Ich von dir zu sehen. Ich meine, Elizabeth Sobeck. Sie ist einmalig. Ich vermisse dich. Ja, so richtig einmalig vielleicht dann doch nicht, ne? Hallo, Liz. Ich weiß. Ich weiß, dass du das hier niemals hören wirst. Aber darum geht es nicht. Du musstest die Retterin und Märtyrerin und alles auf einmal stehen. Das war's? Okay. Das ist schon ein bisschen ironisch. Aloy? Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Könntest du nur für einen Moment, anstatt zu rechnen, ein Gefühl zulassen? Sie hat sich für ihre Freunde geopfert, für die Zukunft, für das Leben auf Erden. Bewegt sich das denn überhaupt nicht? Ihre Großzügigkeit dabei. Du tust so, als hätte ihre Entscheidung etwas Magisches. Es war ein rationaler Entschluss, hatte nichts mit Sentimentalität zu tun. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. Okay. Hallo, Margot. Wie geht es dir? Dr. Ronson, ich erhalte sehr viele Nachrichten, unerwünschte Nachrichten, von Ted. Margot, es tut mir leid. Seit Liz gegangen ist, gibt es niemanden mehr, der ihn uns vom Hals hält. Ich werde mit Ted reden. Meistens will er Updates, ständige Updates, hunderte von Updates zu Sachen, von denen er überhaupt nichts versteht. Um diesen Mist hat sich Liz immer gekümmert. Er begreift das ganze System nicht. Und das war auch irgendwie beabsichtigt. Aber sein Benehmen ist wirklich grenzwertig. Wir müssen ihn einfach nur bei Laune halten. Liz sagte immer, haltet ihn bei Laune. Soll das ein Witz sein?
Haben Sie mal gehört, wie sie mit ihm geredet hat? Sie wurde mit ihm fertig, Margot. Ich meine, vielleicht sollte ich ihn ignorieren. Er hat sich in seiner Pyramide vergraben mit den Holo-Mädchen und seinem Panther-Antimon-Verrücktheiten. Was soll er schon tun? Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Okay. Ich meine, vorbei. Ich habe mir das Projekt genau angesehen. Letztendlich ist es ganz einfach. Es ist sauber. Es ist klar. Es ist die Löschung. Addition durch Subtraktion. Ich kann es besser machen, Liz. Mit einem einzigen Handgriff kann ich alles zum Verschwinden bringen. Mir gefällt nicht, in welche Richtung das geht. Mach weiter. Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst mir zuhören, ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist nicht einfach. Also, bitte stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum, dass, hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf! Was ich sagen will, ist... Ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige. Tadellose Männer. Und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted. Das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit. Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können. So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ein Opfer bringen? Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich. Aber manchmal müssen zum Schutz von Unschuldigen... Unschuldige sterben. Notfallwarnung. Abfall der Atmosphäre. Wow. Oh.
sie umgebracht. Das ist also der Grund. Der Grund, warum wir in finsterer Unwissenheit gefangen waren. Wegen der Unschuldigen. Unschuldige. Er hätte mal den Sonnenring sehen sollen. Alles, was diese Leute erreicht hatten. Alles Wissen der Alten. Ausgelöscht. Weggeworfen. Einfach in die Leere. Genau wie auch die Alphas selbst. Nein. Keine Leere. Als die Luke aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Die Welt, in der wir leben. Sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Der Hoffnung. Die Masterüberbrückung. Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Okay. Nur noch. Okay, ist nichts mehr. Nicht gut. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Masterüberbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Super Spruch. Alter. Oh Mann. Das klang nicht gut. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Masterüberbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Schön halten, schön halten. Nur ganz kurz. Was? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Doch bevor ich gehe, sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Nur zu. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass ich mit der Eklipse zu tun hatte. Aber ich habe dir nie das ganze Ausmaß meiner Schuld gestanden. Es ist so. Ich war von Anfang an dabei. Ich fand Hades, Aloy. Auf dem Berg begraben, in dem zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Was? Er versprach Wissen. Und gab es mir. Solches Wissen. Unvorstellbar. Und im Austausch? Ich erschuf die Eklipse. Ich erschuf den Kult. Eine Armee nur für ihn. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil dein Erfolg von diesem Wissen abhängt. Als ich Hades fand, war das Erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Ah. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil Gaias? Minerva. Ihr Codebrechermodul. Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die die Pharaoh-Maschinen abschalteten. Ihre Biomasse-Umwandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen,
komme ich auch zu diesem Schluss. Und die Eclipse, die erweckten Roboter, sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Eine Armee, die den Turm erobert. Ja, damit Hades wieder alles Leben auslöschen kann. Wenn du ihn nicht stoppst. Und wie stoppe ich Hades? Mehr kann ich nicht tun. Von diesem Moment an liegt es an dir. Nimm meine Lanze. Montiere die Masterüberbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seinen Schädel zu rammen? Ganz genau. Oh, kein Problem. Silence! Wo willst du hin? Überall und nirgends. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet. Und das hier? Überlasse ich dir, natürlich. Wir wissen ja, du bist dazu bestimmt. Ich bin nur so hineingestolpert. Ich bin weit gereist, um dich zu finden. Ich habe deine Übertragung empfangen. Das warst du doch, oder? Einheit unbekannt. Ich heiße Silence. Und du bist? Ich glaube nicht, dass du gerufen hättest, wenn du nicht etwas gewollt hättest. Du hast gerufen, ich habe geantwortet. Sagst du mir deinen Namen? Hades. Du bist eine Schöpfung der Alten? Eine Kriegsmaschine? Definiere Zeitlinie. Zeit? Ah. Es herrscht der 13. König des Karja-Sonnenreichs. Definiere Karja! Wir greifen vor. Bist du eine Schöpfung der Alten? Ich frage mich, wie lange du hier gewartet hast, begraben, bis ich dich gefunden habe. Wie lange du warten müsstest, bis wieder jemand kommt. Du bist offensichtlich sehr mächtig, aber ohne mich kannst du nichts tun. Titan beherbergt nur den Intellekt. Definiere Karja! Das ist schon besser. Oh Mann. Ich könnte mich mit dem nicht lange unterhalten, mit dem Hades. Ganz schön nervig. Sie kommen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ah, Lucent Bahavas. Sieh her. Es ist, wie ich versprochen habe. Was für eine Art Maschine ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Bleib! Bleib zurück, Karja im Schatten! Falsch! Verbeugt euch vor dem verborgenen Schatten! Der verborgene Schatten? Ich verstehe nicht! Hat Araman den Gauhar nicht verstanden, der sich auf der Flamme niederließ? Ach, er kennt die Heilige Schrift! Araman folgte dem Schatten, den der Turm warf. Zu dem Berg, auf dem das heilige Meridian erbaut wurde. Ihr werdet dem Schatten noch einmal folgen. Ich bin ein ehrenwerter Mann. Ein Auserwählter der Sonne. Aber in Zeiten der Not kann die Macht des Schattens erreichen, was die Sonne allein nicht schafft. Werdet ihr uns zurückgeben, was unser ist, o Schatten der Prophezeiung? Ich brauche eine Armee. Gehorche und Meridian ist dein. Ihr könnt euch unseres Gehorsams sicher sein. Oh Mann. Warum sind wir mal alle so blöd? Aufgabe abgeschlossen. Ja, das Fokusnetzwerk ist aktiv, gebaut nach deinen Angaben. Überprüfe es selbst, wenn du willst. Ich warte. Aber ich möchte dich an die Belohnung erinnern, die du immer noch zurückhältst. Quantenprozesse? Daten wurden kompiliert, Volumen übersteigt, Transferkapazität. Wie unangenehm für mich. Komm her, du sollst deine Belohnung bekommen. Alles gut. Helis, Bedrohung in der Eclipse entdeckt. Sagt seinen Namen, O Schatten, und er wird sterben. Du wirst diesen Mann eliminieren, Silence.
Silence. Ja. Eine Wahrheit, die des Nachts geflüstert wird, wird am Tag offenbart. Er war nie einer von uns. Es wird geschehen. Okay. Toll. Am Ende hat er uns nur geholfen, weil die sich gegen den gestellt haben. Beziehungsweise weil Hades das so wollte. Naja. Avad erzählen, dass die Eklipse bald angreifen wird. Nach dem, was mit der Wahl passiert ist, wird er die Stadt verteidigen. Aber der Turm. So gut, Leute. Wir sollen uns im Sonnenpalast bewegen. Kannst du hier runterrutschen? Wahrscheinlich nicht, ja. Sekunde. Ich überlege jetzt noch, muss ich jetzt hier noch... Ah, hier ist eine Leiter. Okay. Aber theoretisch können wir auch Schnellreise dann einfach machen, ne? Oh, da steht uns jetzt der Kampf gegen Hades bevor. Und wir können endlich zu diesem Turm da. Bin ich auch mal sehr gespannt drauf. So gut, Leute, wir probieren mal schnell Reise. Mal sehen, ob ich schon machen kann. Dann müssen wir hier hin. Alles klar. Okay. Achso, wir müssen erst eine Meridian. Na gut. Okay, wir sehen uns, wenn ich da bin. Bis gleich. Der Angriff kam ohne Vorwarnung. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Angst gehabt. Juhu, ihr habt alle in eurem Leben noch nie so viel Angst gehabt. Das kann euch auch keiner übel nehmen. Ist es jetzt vorbei? Was sollen wir jetzt tun? Das werde ich euch gleich erklären. Ja, der Sonnenkönig wird sich wahrscheinlich freuen, uns wiederzusehen, ne? Was führt dich nach Meridian? Gefahr. Helis kommandiert eine fanatische Armee, die Eklipse. Sie greifen bald an, von Westen. Mit vielen alten Kriegsmaschinen, aber das ist nicht das Schlimmste. Sie bringen einen Geist mit, Gott, Dämon, Maschine, wie immer du es nennen willst. Er heißt Hades. Und ihm geht's nicht um Meridian. Er will nur den Turm. Wenn er ihn erreicht, stößt er einen Ruf aus, der noch mehr Maschinen weckt. Mehr, als wir je bezwingen können. Alles wäre verloren. Das darf nicht passieren. Ich versuche zu verstehen, aber meine Verantwortung liegt bei Meridian. Um Meridian geht es nicht, Avad. Ihr müsst den Turm verteidigen. Vielleicht die Garde, Strahlender. Ja, schicke sie zum Turm. Erend kennt Aloy, er wird es gutheißen. Und lasst die Stadtwache die Westseite absichern. Von dort können sie Meridian verteidigen und die Flamme, wo der Turm steht. Aloy, ich möchte mich für mein früheres Verhalten entschuldigen. Nach all dem, was mit Ersa passiert ist, war ich verwirrt. Wenn wir Seite an Seite um unser Leben kämpfen, wäre es schön, wenn du mir vorher vergibst. Das tue ich. Solange ihr mich nicht wieder mit ihr verwechselt. Auch ein König lernt seine Lektion.
Nun denn, gut, dass das geklärt ist. So, der Aufbau der Verteidigung wird Zeit brauchen. Bitte sag mir, was du über unsere Feinde weißt. Und zwar alles. Ich weiß sicher nicht alles, aber immerhin etwas. Okay. Boah, Leute, das wird jetzt ein übelst kranker Kampf, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Immer ganz ruhig. Panik in der Stadt bringt uns nur einen weiteren Feind ein. Und meldet mir weiter jeden Neuankömmling. So, ich überlege jetzt noch gerade. Seilwerfer, ich würde vielleicht mal noch die Sprengträte ausrüsten wollen zusätzlich. Der Seilwerfer ist zwar auch nice, aber na gut, wir können das ja nur fest dann immer noch austauschen. Also, machen. Seilwerfer raus. Oh ne, das ist ja gar nicht der Moment. So, ich hätte jetzt gerne die Träte noch mit dabei, also die Fallen. Genau. So. So hier. Okay. Ach, Aloy. Die Vorbereitungen laufen für die Verteidigung am Berg und beim Turm. Das ganze Sonnenreich wurde informiert. Verbündete bieten Hilfe an. Manche für Meridian, manche für Scherben. Und viele auch für dich. Ausdrücklich. Für mich? Nicht so bescheiden. Der Berg ist die Frontlinie. Dort verteidigt die Stadtwache? Ja, unterstützt von ein paar Freiwilligen, wie bereits erwähnt. Die Osaram-Kanonen, die Meridian bei der Befreiung erschütterten, beschützen uns jetzt. Du kannst dir gern alles ansehen. Und der Turm? Sind Erend und die Garde dort? Allerdings. Sie rasseln mit den Rüstungen und üben ihre Kampfschreie, schätze ich. Es sind doch einige der Nora beim Turm angekommen. Sie haben eine königliche Audienz abgelehnt. Kannst du mal mit ihnen reden? Werde ich. Jetzt können wir wohl nur noch auf den Angriff warten. Ganz genau. Kein Gefühl, das ich schätze. Aber unsere Posten in Abendzeichen melden noch immer nichts aus dem Westen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, solltest du es jetzt tun. Ansonsten habe ich die Wohnung von Olin Stöberer für dich vorbereitet. Dort kannst du schlafen, wenn du müde bist. Wow, wir haben ewig nicht mehr geschlafen. So, überprüfe die Vorbereitung am Berg, am Turm. Ich vertraue denen da schon. Lass uns mal ein Pen legen, ey. Wir haben übelst lang nicht mehr geschlafen. Das letzte Mal war, glaube ich, vor den Prüfungen gewesen. Sammelt euch, Carter. Wir werden Meridian nicht kampflos aufgeben. Das Haupttor wird halten. Jeder braucht doch einen Farbtupfer im Leben. Komm, lass uns drüber reden. Jo, jetzt nicht. Das Haupttor wird halten, oder nicht? Ich hoffe es. Olins Wohnung. Irgendwie leer. Soll ich schlafen? Muss ich noch etwas erledigen? Also ich bin der Meinung, wir haben uns das redlich verdient, mal wieder aufs Ohr zu legen. Wie konntest du schlafen, Elisabeth, mit so einer Last auf den Schultern?
Und du, Rust? Ohne deine Familie? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen.